Mein Stand ist jetzt 228, das heißt. Hey, ich bin's wieder, Kathi, und im heutigen Video geht's mal wieder um Instagram. Und zwar, wie man in kürzester Zeit an ganz, ganz viele Follower kommen kann. Ich habe diesbezüglich schon mehrere Videos auf meinem Kanal gedreht. Das beliebteste verlinke ich euch hier oben. Da habe ich euch gezeigt, wie man sozusagen innerhalb von einer Stunde an 100 Follower kommen kann. Beziehungsweise habe das getestet und habe es geschafft. Und das gleiche werde ich heute wieder testen. Nur möchte ich das Ganze toppen und schauen, ob man noch mehr Follower innerhalb von einer Stunde bekommen kann. Und schreibt mir auch super gerne mal euren Instagram-Namen in die Kommentare, wie ihr dort heißt, euren Account. Dann kann ich das auch mal vorbeischauen. Ich mache das Ganze rein zur Unterhaltung und jetzt nicht irgendwie um eine Community oder Reichweite oder was auch immer aufzubauen, denn ich mache das Ganze mit meinem Fake-Account. Ich heiße dort Unicorn Underline Lover, irgendwie eine Zahlenkombination oder so, und diesen Test-Account nehme ich sozusagen immer wieder für diese YouTube-Videos her, denn was ich jetzt schon kurz dazu sagen möchte auch, was aber auch die anderen in den letzten Videos nicht verstanden haben, dass es jetzt keine Möglichkeit ist, um eben wirklich eine Community aufzubauen, sondern einfach nur eine große Zahl da zu haben. Und das sind Follower, die kein Interesse an deinem Content haben, sondern die folgen dir lediglich aus anderen Gründen, weil sie selbst Follower bekommen wollen. Und Instagram wird dich nicht so gerne mögen, wenn du das machst. Mir geht es jetzt rein darum, um zu schauen, was passiert, was kann man erreichen. Aber gut, versuchen wir das Ganze mal. Auf jeden Fall geht es um die Methode. Ich glaube, im letzten Video habe ich es euch so gezeigt, dass das Follow-Unfollow-Prinzip war. Und diesmal möchte ich das so probieren. Das habe ich auch schon mal probiert, aber ich habe ein YouTube-Video entdeckt, wo jemand darauf schwört, dass wenn man zwei Accounts folgt und ihnen wieder entfolgt, also zwei bestimmte Accounts, dass man dadurch wahnsinnig viele Abonnenten bekommt. Und zwar handelt es sich bei diesen Accounts um Fortnite und Ninja. Und ich habe mir gedacht, okay, hey, ich probiere das mal aus. Wer hat gemeint, die haben wahnsinnig viele Millionen von Follower? Es gibt natürlich Accounts wie Justin Bieber oder Kylie Jenner oder wen auch immer, die noch weitaus mehr Follower haben, aber dieser Typ hat in diesem YouTube-Video darauf geschwört, dass Fortnite und Ninja da anscheinend irgendwas passiert, dass sie dadurch ganz, ganz viele Leute folgen. Dann hätte ich gesagt, wir beginnen direkt mal. Ich habe hier mein Handy und ich blende euch das jetzt hier auf der Seite ein und zeige euch jetzt mal, wer in den Account einsteigen. Wo haben wir den denn jetzt? Genau, den haben wir hier. Es ist gerade 11.36 Uhr, wie ihr seht, ich habe 106 Abonnenten und ja, hier ein schönes Bild mit Streifen und ein weißes Bild. Ich habe ihn ja schon mal genutzt, sozusagen, den Account. Und dann legen wir auch direkt los und zwar suche ich jetzt nach dem Account Fortnite. Bin auch schon hier, okay, wir haben hier 24,5 Millionen Abonnenten, haben jetzt abonniert und werde jetzt hier gleich weitergehen zu Ninja. Hier haben wir 15 Millionen. Also dieser Mann schwört darauf, dass man Fortnite und Ninja folgen, entfolgen soll die ganze Zeit. Und ich werde es jetzt einfach eine Stunde lang testen, was hier passiert. Schauen wir jetzt gleich mal, ob zufällig jetzt irgendwie was. Mein Stand ist 106 Abonnenten habe ich. Das heißt, ich müsste theoretisch über 206 Abonnenten haben, damit ich es irgendwie getoppt habe. Bin gespannt, was ich in dieser einen Stunde schaffen werde. Und ja, wenn ich jetzt sozusagen dem Account folge, jetzt hier beispielsweise Fortnite, und hier das neu aktualisiere und lade, dann ploppe ich immer weiter hinunter. Also ich bin da jetzt schon ziemlich, ziemlich weit unten, wie ihr das hier sehen könnt, wo ich hinunter scrolle. Und das Prinzip ist eben das, wenn ich jetzt diesem Account folge und immer wieder entfolge, dann stehe ich immer wieder ganz, ganz oben. Und dann gibt es eben Leute, die diese Follow-Unfollow-Methode probieren. Und die gehen dann beispielsweise auf den Fortnite-Account, klicken auf die Abonnenten, klicken abonnieren, 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 abonnieren. Und da bin dann halt jedes Mal ich mit meinem Fake-Account ganz oben an erster Stelle. Und da kommen halt wahnsinnig viele Leute zusammen, die sich hier Abonnenten suchen und die abonnieren halt für einen kurzen Zeitraum, um neue Follower zu bekommen. Auf jeden Fall, ich werde das Ganze jetzt, ich habe es euch gezeigt, es handelt sich um die Accounts Fortnite und Ninja, werde das Ganze jetzt ausprobieren und eine Stunde lang mich damit beschäftigen, werde wahrscheinlich zwischendurch gesperrt werden von Instagram, weil man darf ja sozusagen nicht so oft, aber ich schaue, was sich ausgeht, auch durch diese Sperrungen.
Weil die halten manchmal 5 Minuten, manchmal 10 Minuten an. Ich habe jetzt 11.41 Uhr, das heißt, wir starten mit dieser Zeit. Ich habe jetzt eine Stunde lang Zeit, um sozusagen diese Follower zu generieren. Ich bin gespannt. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, bevor ich anfange, ob ihr glaubt, dass ich über 100 schaffe in dieser Stunde oder ob das nicht klappt. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Let's go, wir sehen uns dann wieder. So Leute, die eine Stunde ist jetzt um, wir haben 12.41 Uhr. Ich habe, wie gesagt, immer hier, ich zeige euch das nochmals, auf Endabonnieren und dann wieder Abonnieren geklickt. Mein Stand ist jetzt 228, das heißt, ich habe, weil ich 106 hatte, 122 neue Abonnenten innerhalb von 60 Minuten geschafft. Ich glaube schon, dass da ein bisschen was dran ist, dass da anscheinend viele Leute auf Fortnite und Ninja gehen, um sich dort irgendwie Follower zu suchen, beziehungsweise die machen ja diese Follow-Unfollow-Methode. Ja, wenn ihr möchtet, dass ich das noch bei anderen Accounts ausprobiere, weil es gibt ja Accounts, die weitaus mehr Follower haben, eben wie vorhin schon erwähnt, Justin Bieber, Kylie Jenner oder irgendjemand, gibt es ja noch viel, viel mehr Abonnenten hier, wo das dann vielleicht noch schneller gehen könnte, aber ich finde 122 ist schon relativ viel in einer Stunde. Das heißt, man könnte locker am Tag so 200, 300 schaffen und hat dann in der Woche über 1000 Abonnenten innerhalb von einer Woche, wenn man sich halt jeden Tag damit beschäftigt und jetzt beispielsweise Leute abonniert und wieder entabonniert, große Accounts. Ich habe es mal wieder super lustig gefunden, das Ganze zu testen. Und es funktioniert definitiv, wenn ihr auf die Accounts Fortnite und Ninja geht und euch dort sozusagen immer wieder an erster Stelle platziert. Aber zum Abschluss noch einmal, ich habe es jetzt schon 100 Mal erwähnt und ich weiß, es wird wahrscheinlich wieder nicht verstanden werden, aber es bringt sich nichts und die Leute verstehen auch nicht, warum ich das teste. Aber es ist halt einfach, es ist ein Testkanal und ich teste, ob es funktioniert oder nicht. Ich hätte euch jetzt sagen können, okay, nein, Fortnite Ninja bringt sich nichts und es gibt ja trotzdem genügend Menschen, die das gerne machen würden. Bitte tut es. Kann aber auch sein, dass Instagram euch sperrt, beziehungsweise also wirklich euch den Account dann wegnimmt, euch löscht sozusagen. Und ja, wie gesagt, es ist keine Community. Aber ja, ich wollte einfach mal schauen, was es da so alles draußen in der weiten, weiten Welt gibt, um an neue Follower zu kommen. Und ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer ihr dieses Video seht. Tschüss!